So, dann herzlich willkommen zum Live-Trading TV von JFD Brokers. Die angesprochene Volatilität ist ja in den Märkten da. Also was der DAX heute in den ersten zwei Handelsstunden auf das Parkett gezaubert hat, ja, ist schon sagenhaft. Ja. Kommen wir zum Chartbild. Hier war eben gestern der Short angedacht. Wir sind hier auf Xetra. Der DAX hat sich hier am gestrigen Tag eben noch an der Unterstützung gefangen und konnte hier dieses Signal ja nicht aktivieren. Nachbörslich, weil die amerikanischen Indizes deutlich eingeknickt sind, ging es tatsächlich runter, eben bis zur 11.080er Marke. Da die Indizes oder beziehungsweise die Futures im nachbörslichen Handel, die US-Futures, wieder stark gestiegen sind, konnte der DAX eben diese Bewegung auf Xetra auf keinen Fall nachvollziehen. Ja. Wenn man jetzt eben hier das Chartbild im 15 Minuten weiter anschaut, sieht man, dass auch diese Unterstützung eben auf 15 Minuten Basis gehalten hat. Der Schlusskurs, der Tiefkurs war zwar bei 11.160, aber der Schlusskurs eben gleich bei 11.200 Punkten, hat also wieder diese Unterstützung im Prinzip super funktioniert. Ob man das jetzt gehandelt hätte, genauso, ja, ich war eben nicht am Rechner, ich konnte da nicht sozusagen diesen Trade begleiten. Was man aber auch sieht, ist wieder dieser Pfeil, der Prognosepfeil, ging jetzt hier exakt an den Widerstand hoch und hier, ja, wenn jetzt, sage ich mal, wirklich die Kerze so bleibt, ist ein Shootingstar, dann könnte man versuchen, eine kleine Short-Position einzugehen mit Ziel 11.250 und den Stopp direkt hier oben dranlegen. Aber da ich eben ja, von den Entscheidungen von Draghi oder sowas, was der eben alles am Nachmittag von sich gibt, eher, ja, sagen wir mal so, nicht so begeistert bin wahrscheinlich, oder eben nicht nachvollziehbar ist, was er von sich gibt, werde ich eben im DAX heute jetzt keine aktuelle Position mehr eingehen. Im Stundenchart sieht man eben, wie ich im gestrigen Video gesprochen habe, dass im Stundenchart der Kurs an den Rainbow runterlaufen kann, an die Unterkante, und von dort aus ist er eben auch, wie man sieht, nach oben abgeprallt und kämpft. Hier im Tageschart ist es dann besser zu erkennen, hier mit der Gap-Kante, die ehemalige Gap-Kante, dort trifft der Kurs aktuell eben drauf. Also auch hier wäre ein Short im Prinzip vertretbar. Kommen wir noch kurz zum Wochenchart. Hier ist eben die Wolken, der kämpft da mit dem Wolkenausbruch. Aktuell ist wieder genau innerhalb bzw. halt unterhalb der Wolkenkante liegt hier der Kurs. Also hier jetzt aktuell wirklich eine Prognose abgeben, ob jetzt hier der Ausbruch stattfindet, die Wahrscheinlichkeit, oder doch nach unten zurückfällt, sage ich mal, da jetzt die Unterstützungen optimal gehalten haben, wäre natürlich ein Ausbruch nach oben heute leicht wahrscheinlicher, aber solange eben der DAX vielleicht eben auf Stundenbasis eben hier nicht wirklich aus dem Rainbow austritt, oder im 4-Stunden-Chart kann man es vielleicht auch sehen, ja, hier die 4-Stunden-Kerze läuft noch, ja, ist also, ja, 50-50 Chance, also die Wahrscheinlichkeiten eher liegen auf beiden Seiten. Kommen wir jetzt kurz noch zu den Setups. Der amerikanische Dow Jones Wert fällt soweit. Hier sollte man auf jeden Fall, wer investiert ist, den Stopp in den Gewinn ziehen leicht oder auf Einstand absichern. Bund Future läuft aktuell nicht. Da wird es auch sicher spannend sein, wie der reagiert auf die Rede von Draghi im
4-Stunden-Chart habe ich hier ein leicht neues Setup, aber eben auch sicherlich auch schwer handelbar, da eben das kann eben sein, kurzfristig temporär unterschritten wird und dann doch noch weiter nach oben läuft. Aber hier wären 4 Stunden Schlusskurs unter 158 wäre dann hier ein Short denkbar, also ein Schlusskurs auf Schlusskursbasis. Was gestern noch wunderschön aussah mit der Hammerkerze, was ich auch im Video angesprochen habe, hat sich jetzt wieder in Luft aufgelöst. Hier bleibt der Stopp aber trotzdem auf Daily Close Basis bestehen. Wird eben auch sicherlich sehr interessant sein, wie der Euro eben reagiert. Also alles, ja, sollte man alles nur mit einer halben Positionsgröße halt handeln. Gold wird sicherlich auch volatil reagieren auf die Aussagen. Aber hier bleibt der im Stundenchart sehr schön eben unter dem EMA 200 und würde eben kein antizyklisches, sag ich mal, oder Ausbruchsszenario aktiviert seitdem. Öl ist ja gestern ausgestoppt worden. Hier, ja, kämpfte mit dem Stoppkurs bei 40, 60. Was man hier sagen könnte, wäre noch ein Pullback bis an 41, 50. Soll natürlich da kein Tagesschlusskurs darüber und auch kein 4-Stunden-Schlusskurs darüber sein, dann könnte man hier sehr spekulativ short gehen, noch mit engem Stopp auf der 42 dann, aber das wird sich auch, muss sich eben zeigen, wenn der Kurs hier oben ranläuft, wie er eben dann die Muster zuvor ausgebildet hat. Ja. Was ich ja gestern erwähnt habe, hier, es wurde ja minimal ein tieferes Low erreicht, also hat er auch nach ja, Wellentheorie hier das Mindestziel erreicht. Was hier wird, bleibt es trotzdem auch spannend. So, das war's. Danke fürs Zuhören und ich schaue, dass ich noch einen anderen Wert finde, der nicht unbedingt so abhängig ist von der EZB-Entscheidung. Den stelle ich dann vor. Danke.